Hallo und herzlich willkommen. Heute sozusagen mal in eigener Sache. Heute geht es mir um das angeblich soziale Netzwerk FB. Viele von euch haben ja sicherlich auch einen Account da. Und haben ja dann auch sicherlich mitbekommen, dass es nicht mehr so ist, wie es mal war. Dass du da auf deiner Startseite, nicht so wie das früher war, eben auch neue Postings von deinen Freunden oder aus deinen Gruppen zu sehen bekommst, sondern immer wieder das Gleiche, nur mit verschiedener Werbung. Das ist aber eben nicht nur auf der einen Seite, sondern ist, wenn man selber früher Facebook genutzt hat, um etwas zu verteilen, genauso. Auch da steht das Kohlemachen immer mehr im Vordergrund. Ich finde, das kann man ganz deutlich sehen und das wird immer extremer. Mir kommt das mittlerweile wie eine gigantische Werbeplattform oder ein gigantisches Werbeprospekt vor, wo irgendjemand im Hintergrund entscheidet, wer was aus diesem Werbeprospekt zu sehen bekommt. Und sozial, gemeinschaftlich nutzen kann das fast überhaupt keiner mehr. Ich habe das also ganz deutlich so bei mir gemerkt. Als ich vor 7 Jahren angefangen bin, hier auf YouTube meine Videos zu machen, bin ich irgendwann, obwohl ich mich dagegen gesträubt habe, auch bei Facebook angefangen. Einfach um über Gruppen, in Gruppen, die auch Interesse am Bewusstsein, Lebensentfaltung und menschlichem Wachstum haben. Das haben natürlich auch damals andere genutzt, sehr intensiv, zum Beispiel Tierheime, die eben ihre Tiere über solche Gruppen vorgestellt haben. Da war die Information dann noch sehr frei bei Facebook. Und weil ich mich damals eben selbst gerade im Bereich von Tierheimen engagiert habe und auch eine Gruppe dazu habe, weiß ich, dass darüber viele Tiere vermittelt worden sind, die sonst überhaupt nicht vermittelt wurden. Das aber nur nebenbei hier. Aber mittlerweile sieht, glaube ich, Facebook alles, was irgendwo mit Informationen zu teilen hat, als Konkurrenz für Werbung an. Und die Einschränkungen, die da laufen, werden immer größer. Und es entscheidet mittlerweile immer mehr nur einer, wer was überhaupt teilen darf und wer was zu sehen bekommt. Und das ist nicht der Nutzer. Der bekommt genau das zu sehen, was er sehen soll, nachdem das durch den Filter gelaufen ist. Und wenn dann, so wie es früher üblich war, ein Privater seine Informationen teilen will, dann läuft das auch durch einen Filter und nach ganz kurzer Zeit, und wird immer kürzer, wird dann die Funktion schlicht und einfach eingeschränkt, abgeschaltet. Mein Kanal hier auf YouTube hatte ja von Anfang an zum Ziel, dass ich mit meinen Videos Menschen möglichst viel praktischen Nutzen bieten möchte. Und zwar ganz in echt, also kein Wischiwaschi und keine Videos, die sich an einen Haufen Klicks orientieren, sondern Videos, die wirklich helfen können und leicht verständlich sind und die vielleicht auch neue Ansatzpunkte geben können, damit der Einzelne besser mit irgendeinem Problem oder mit dem, was ihm so belastet, im Leben klarkommen kann. Das ist ja die Intention, die hinter jedem meiner Videos steckt. Nicht nur bei den rund 100 Videos über mein kreatives Quantenbewusstsein, sondern das ist das Ziel, was immer dahinter steckt. Komplexe Themen möglichst einfach vermitteln, so dass sie auch wirklich hilfreich genutzt werden können. Und damit das eben erstmal etwas bekannter wird, habe ich dann damals angefangen, Facebook-Gruppen, die eben die gleichen Interessen haben, zu nutzen und habe das da geteilt, weil eben meine Videos da auf größtes Interesse stoßen. So wie eben die Tierheime das auf Tierseiten gemacht haben oder in Tiergruppen. Und da konnte man dann auch seine Informationen ohne jede Probleme einfach so teilen in die verschiedenen Gruppen oder an Freunde, also völlig ohne Einschränkung. Und so seit einem Jahr oder anderthalb Jahren hat sich das aber geändert und ist immer extremer geworden. Wie extrem das gesteuert wird, habe ich heute Morgen erfahren. Deswegen mache ich euch das Video. Als dieses ganze Einschränken und die Steuerung und Manipulation begonnen hat, da war das dann erst noch so, wenn ich das in
etliche in viele Gruppen geteilt habe, dann kam so eine ganz scheinheilig freundliche Frage: Sind Sie ein Roboter? In der nächsten Phase wurde dann einfach die Funktion eingeschränkt, also sprich abgeschaltet, wenn ich das vielleicht so in 30, 40 Gruppen geteilt hatte. Da musste man erst wieder ein paar Tage warten und dann konnte man wieder weitermachen. Aber die Einschränkungen, die sind immer schneller eingetreten. Irgendwann war das dann so, dann musste man auch warten dazwischen, zwischen dem Teilen, weil die ja genau wussten, Menschen, die das genutzt haben, wenn das jetzt jemand einer vom Tierheim oder so gemacht hat, ja, da hat er keine Lust, wenn er das in die ganzen Gruppen geteilt hat, dass der da jedes Mal eine Minute zwischendurch wartet. Sondern dann hat man das natürlich möglichst zügig gemacht. Das wurde aber immer mehr eingeschränkt und heute Morgen, ich bin letzte Woche wieder gesperrt worden da für ein paar Tage, für 3 Tage, glaube ich. Und heute Morgen habe ich gedacht, okay, ich wollte mein neues Video von den Hopis hier teilen. Nachdem ich jetzt das dritte Mal geteilt habe, klack, war die Funktion wieder eingeschränkt für 7 Tage. Und dann habe ich mir sofort gedacht, jetzt mache ich ein Video dazu. Und zwar ein Video, wo ich euch darum bitte, dann meine Videos zu teilen. Dürfte ja auch nicht so schwer sein, weil jeder, der von meinen Videos irgendwo Nutzen hat, der hat garantiert in seinem Umfeld auch jemanden, wo er sofort weiß, oh, das könnte den auch interessieren oder das könnte dem auch vielleicht helfen. Und viele von meinen Videos, die sind ja sofort ganz praktisch, nützlich und hilfreich. Also kann man die auch ruhig mal einem Freund oder einem Bekannten weiterteilen. Es ist auch gut so, teilen, immer teilen, teilen, teilen. Schließlich ist auch Teilen das Grundprinzip der Natur. Und nicht nur immer mehr für sich selbst haben wollen. Obwohl das ja leider in unserer Gesellschaft dieser konditionierte, programmierte Trend ist. Wo aber alle Menschen oder sehr, 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 sehr viele, mittlerweile ist das sehr offensichtlich, immer unglücklicher bei werden. Bei diesem Hinterherhecheln im Hamsterrad. Naja, und weil ich eben weiß, dass es viele Menschen gibt, die wissen gar nicht, wie man so ein Video teilt, stelle ich das hier ganz kurz vor. Wenn du ein Video aufgerufen hast, dann erscheint ja immer oben in der Leiste diese URL-Nummer. Das ist ja da HTTP und dann www bla bla bla. Da brauchst du nur mit der linken Maustaste, wenn du die gedrückt hast, so drüber fahren, dann ist die gekennzeichnet und wird so blau. Dann klickst du einfach auf die rechte Maustaste und gehst auf Kopieren und dann ist diese URL-Nummer kopiert. Und dann kannst du die überall, ob das auf deiner Facebook-Seite ist, bei Was gibt's Neues oder in irgendeiner E-Mail oder so, dann brauchst du die nur wieder einfügen und dann erscheint sofort das Videobild. Und jeder braucht dann nur da draufklicken und dann kann er sich sofort das Video ansehen. Ich schätze mal, sag mal, wenn du dich wirklich mal hinsetzt und schon etliche von meinen Videos dir angesehen hast, hast das aufgenommen und hast da wirklich praktisch was von gehabt, wenn du dich wirklich mal hinsetzt und fragst, wer könnte da nicht noch was von haben in meinem Umfeld, dann wird dir sicherlich der eine oder andere einfallen, beziehungsweise die eine oder die andere. Vielleicht tust du ja dem einen oder der anderen auch einen großen Gefallen damit, wenn du das teilst mit ihm oder mit ihr. Ist ja kostenlos. Ist aber eben für manche Menschen schon sehr, sehr hilfreich gewesen. Und zwar in sehr akuten Situationen. Also ich weise da nur noch mal drauf hin. Teilen ist das Prinzip in der Natur. Und weil es eben über FB immer schwerer wird, überhaupt interessierte Menschen in Gruppen zu erreichen, habe ich halt das Video hier gemacht. Ich muss sagen, weil ich mich auch geärgert habe. Weil ich finde, dann sollten sie wenigstens sagen, das ist jetzt ein gigantisches Werbeprospekt, eine Werbeplattform und nicht so scheinheilig tun, als wäre das immer noch ein soziales Netzwerk. So, jetzt bedanke ich mich mal bei dir, dass du mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast und ich wünsche dir bis zum nächsten, dann wieder üblichen Video von Herzen alles Gute.